Nehme ich Ja. dich mit? Ich glaube, ich nehme dich mal mit. Ich weiß zwar nicht, was du für eine bist, aber es sieht interessant aus. Oh. Alles mitnehmen. Oh ja, Medikit, definitiv. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich vorher nicht heilen kann. Weißt du warum? Weil ich überhaupt kein Medikit dabei hatte. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das nicht geht. Warte, kein Ich habe Medikit drin. mal hier die Waffe mitgenommen, die wo so nach Granatwerfer irgendwie aussieht, aber nicht ist. Okay, ich nehme die hier mit. Ich denke, ist irgendeine Maschinenpistole. Was noch? Hatte. Was ist das denn da unten? Ach so, ein Defri. Ja, den brauchen wir ja Warum nicht. wir das zum Wiederbeleben oder wie? Ich weiß es nicht. Warum wir die zum Wiederbeleben brauchen? Wir sollten vielleicht die Tür aufmachen. Ja. Wenn du dann soweit bist. Ich bin soweit, definitiv. Gut. Hallo. Bereit? Oh. Ja. Ja. Interessant. Was denn? Sieht gerade aus. Entschuldigung, das sah gerade nur sehr amüsant aus. Oh, ich nehme mal die hier, ey. Die andere, die nervt mich voll an. Immer so Maschinen, die ist... nervt mich. Da ist noch einer. Winzling. Ja, hey, nichts gegen kleine Leute. Lade nach. Einarmiger? Hat er gerade Einarmiger geschrien? Nicht auf mich schießen. Entschuldigung, Leute. Lade nach. Shit. Was? Was ist klein? Okay, den hast du schon. Aber jetzt ist es nicht, auch nicht mehr so laut. Gerade in dem Hotel war es ja irre laut, ne? Nein, schieß nicht auf mich. Ich schieße einfach auf das, was sich bewegt, ja? Wenn ich dich dabei treffe, tut's mir leid. Aua, Mädel. Hey. Okay, Nahkampf besser. Aber hier gibt es noch sowas wie eine Hissi Witch, der man nicht begegnen sollte. Ja. Reagiert die auf Geräusche oder die war doch irgendwie speziell? Ich weiß gar nicht. Mit dem anderen, mit dem ich das gespielt habe, wir sind ja zwar begegnet, aber wir sind ja aus dem Weg gegangen. Als auf den unseren Kollegen schieße und denkt, das Zombie. Ja. Lag schon am Boden, ich schieß doch schön drauf. Lade nach. Also das Schießen ist halt noch sehr laut, aber. Ja. Aber noch leiser stellen kann ich gar nicht mehr, dann hat das Spiel überhaupt keinen Ja, Ton mehr. ich auch nicht mehr, leider. Also muss schon funktionieren. Lade nach. Lade nach. Geronimo? Irgendwas versucht hier gerade reinzukommen. Geronimo. Runter. 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 Mir nicht in den Weg stellen. Oh, mich. Nee, doch nicht. Ich dachte, denk immer, mich frisst irgendetwas und dann tut's das doch nicht. Ich weiß nicht. Ich hab. Oh, meine Gun. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir den Schwierigkeitsgrad haben. Ja. Er passt recht gut, ne? Alles klar da draußen? Ich komme nicht raus, weil ihr da gerade davor stand. Mein Hund denkt bestimmt schon, ich bin bescheuert, okay, ey. Wir sind schon fast da. Hi. Gegner! Achtung! Nein! Nicht nachladen! Bist du! Denn das ist Wahnsinn! Wen hat er?
Hörst du auf, nicht mich anstrengen, nicht mich anstrengen! Ich versuch dich zu retten, aber es geht nicht! Ich wurde gerade selber weggezogen! Ich stell mir das gerade vor, wenn das jetzt echt wäre, ne? Wären wir voll im Arsch. Ja. Hey, aber das ist wie in echt. Ich kann in echt auch nicht mit einer Waffe umgehen. Oh. Nee. Also. Oh. Aber es ist witzig, es ist so witzig. Hauptsache man hat Spaß. Ja, schön, ich habe meine ganzen Munition verballert. Nahkampf! Komm her! Was? Monsterarm! Was? Nein! Wow, was war das denn? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte gern ein bisschen Muni. Ich hätte gerne eine Nahkampfwaffe. Ich habe nur noch 14. Habe ich beides mitgenommen. Jetzt geht's mir gut. Ach, wie süß. Du warst voll verletzt, hast dir einen Verband drum gemacht und dann war gut. Geil. Kann man sich nicht einfach an denen vorbeischleichen? Nein, ist so unglaublich laut, dass sie das natürlich gut hören. Lade. Ihr macht das schon, ne? Nein! Lade nach! Zieh verdammt nochmal woanders hin. Hey, ich hab versucht dich zu retten, der war halt nur schon tot, was ich nicht gesehen hab. Nein, da, oh, die kümmert sich von oben, ich komm nicht ran von den Kerl von oben. Ah, Säure! Du, komm her! Falsch. Ich denke immer, er hier ist ein Zombie. Ich denke, der Große ist ein Zombie. Ja, ja. Ich auch. Ich bin immer auf den Schießen. Wie gesagt, wie ich einfach voll auf den geschossen habe, obwohl er schon am Boden lag. Oh, wie geil. Und dachte, hey, Zombie. Baseballschläger. Was kann ich denn dafür abgeben? Yay. Hier sind Waffen. Ohoho. Nein. Damit werde ich ein paar Schädel einschlagen. Die will ich ja behalten, die hier. Ich habe hier immer noch so eine Granate, die ich werfen kann, aber ich traue irgendwie mich nicht, weil ich denke, ich springe uns selbst mit in die Luft. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ich will, ach man, der wechselt die ganze Zeit. Ich will den Baseballschläger haben und ach, ich leck mich doch, ey, dann nehme ich halt das auch. Nimm halt den Baseballschläger. Oh nein. Nein. Muss ich vor denen im Schutzanzug. Alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff. Ihr kriegt das schon selbst hin, ne, Jungs? So schärf. Nein, ich drücke mir in die falsche Richtung. Ich will meine Shotgun nicht an denen verschwenden. Oh, ich liebe diesen Baseballschläger. Ich fühle mich gerade wie Negan aus Walking Dead. Ich denke immer, das, was hier so rumliegt, das könnte man einsammeln. Über einen Container. Oh, okay. Nein! Ah! Oh, das ist super. Runtergefallen. Du bist da oben gerade alleine. Ne? Gut. Hey, weg da. Upsala. Na, kommt her. Hast du alles? Jo. Da hinten? Ja. Oh. Bisschen Heilung, wenn ich vielleicht. Jungs, habt ihr Heilung? Also ich fühle mich mit einer Nahkampfwaffe richtig gut. Ja. Ah. Hey, lass das. Entschuldigung. Oh, ja, kommt doch raus da. Los. Wie soll aber auch einfach umfallen von einem Schlag? Ey. Oh, 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 oh. Mann, nee.
Einarmiger? Wer ist denn immer dieser Einarmige? Ich glaube, das ist dieser ganz große, der immer so ein... Der Charger. Genau, so einen Sprintangriff macht oder so. Oh, ich habe hier was gefunden. Willst du oder soll ich? Ich brauche den eigentlich gar nicht. Okay. Geronimo! Da kommen noch ein paar mehr, glaube ich. Einfach mitten durchs Gesicht. Mitten durchs Gesicht mit der Klinge. Na? Wo seid ihr? Ah, da. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie ich die zweite Dingens da wechseln kann, aber ich krieg das irgendwie nicht auf die Reihe. Nicht auf mich schießen. Jungs. Frauenfeindlich oder was? Ich habe mal gerade den Baseballschläger wieder gewechselt. Da war der Kopf ab. Adrenalinschuss. Nee, brauche ich nicht. Nach dem letzten Adrenalinschuss konnte ich nicht mehr aufstehen. Ich glaube, das lag nicht an deinem Adrenalinschuss. Doch, das lag voll da dran. Ohne Scheiß. Der Schuss war zu hoch, oder wie? Was ist das? Ist das ein Scharfschützengewehr? Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Was meinst du? Nee, ne? Ich hab's genommen, aber... Ach so, ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie zielen, dass ich zielen kann. Da! Das ist ein Charger. Wahrscheinlich werden die Leute jetzt auch denken, wie, die kriegt die Steuerung nicht hin. Ja, ja, das ist mir egal. Das ist rein. Hauptsache rein. Und ich weiß, ich gehe gerade mit einem Scharfschützengewehr wahrscheinlich um wie wir. Keine Ahnung was. Also normalerweise bin ich da ja wirklich gut drin, ne? Aber dafür brauche ich Ruhe und Gelassenheit, weißt du? Und nicht irgendwie hier so mitten in so einer, wo mich so eine Armee überrennt oder so. Ich finde, da ist das total. Ah, ich weiß, wie ich ziehen kann. Ich finde, da ist das total unpraktisch. Also für mich. So. Mein Scharfschützengewehr. Kommt die runter? Ich meine, ich habe eine Nahkampfwaffe und jetzt halt ein Scharfschützengewehr. Was eigentlich in so einer Zombie-Apokalypse, ich weiß auch nicht, so ein nicht mega nützlich ist, aber ja. Eine Irre? Ey. Nicht anfangen zu beleidigen hier. Einmal. Nein! Hilfe! Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen! Noch mal mitten im Zombie-Ansturm. Boah. Meine Güte. Was ist? Ich glaube, das Scharfschützengewehr gar keine gute Idee. Ich sag doch, in so einer. Dafür brauchst du Ruhe und. Ja. Ich glaube, wenn da so eine ganze. Da ist so ein Maschinengewehr am besten. Einfach raufballern, ja, egal was rein. Ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir müssen die Treppe hoch hier. Bin ich von hier gekommen? Nee, wir sind ja runtergesprungen. Da steht noch einer. Schnapp dir einen Schuss? Der Waffenladen ist also. Ja, Adrenalin. Adrenalin. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Okay, das sollte erstmal reichen. Da geht's hoch. Wer möchte vorher hier rein? Ich geh rein. Hab hier Granaten. Munition oder was? Ich kann aber leider nichts mehr mitnehmen. Warte. Nehm Splittergranaten. Nee, die möchte ich aber lieber nicht mitnehmen. Jetzt habe ich das andere weggeworfen. Ich nehme lieber mein Medikit mit als Granaten. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Granate und. Ah! Boah, den habe ich sowas von nicht gesehen, ne? Oh. Keine Sorge, ich rette dich und verletze dich dabei selbst, aber ich rette dich. Benzinkanister, ich glaube, den brauchen wir gleich. Oh.
Na, von. Von. Ich dachte gerade, da kommt was von hinten. Ja, das haben wir jetzt schon ganz oft gehört. Zombies im Schutzanzug. Das kenne ich hier. Der Waffenladen ist gleich da vorne. Hallo, meine Kinder. Kommt zu mir. Ihr Kinderlein kommt. Zur Weihnachtszeit. Geronimo. Oh mein Gott. Oh. Falsche Waffe, falsche Waffe. Das ist Monsterarm. Ja, das ist ein Toucher. Der hat einen irgendwie komischen Krüppelarm. Also, Krüppelarm. Nein, ist das witzig. Einen mutierten Arm. Da unten knurrt schon wieder irgendetwas. Na, komm her. Ein Wuffi. Einfach mitten in die Meute. Huch, was ist das denn? Nein, es bringt mich gleich um. Ich komme. Ich brauche Deckung zum Fahren. Achso. Du bist aber auch verletzt, ja? Also muss mal ein bisschen bei dir auch gucken. Ach nee, ich gucke mal. Ich ignoriere das voll. Kannst du mich nicht heilen? Hallo? Du hast so keinen Medikit. Ich möchte mein Medikit nicht. Na gut, kann man jetzt sowieso machen. jetzt muss ich noch gucken. So, und B war das, ne? Nee. Ich muss mich kurz heilen. Ja, ich mich mal. Auch. Muss mich heilen. Ja, jetzt heilen sie jetzt mal. So. Wir bringen eigentlich Schmerzmittel. Den heile ich mich ja nicht. Glaube ich. Nö, dann hast du nur keinen Schmerzen. Toll. Hier sind noch Medikits, falls da jemand braucht. Und hier blinkt irgendwas. Medikits, Medikits, Medikits. Gib her. Munition. Scharfschützengewehr, nö. Munition? Ah, Munition. Und ein neues Gewehr. Oh, ja, Munition. Bitte. Das brauche ich. Muss heilen. Hier sind Waffen. Viel besser. Ich weiß nicht, was ich gerade aufgenommen habe, aber egal, es sieht lustig aus. Ich nehme die mal. So. Warte mal, was ist das für eine? Kann ich das mal irgendwo testen? Okay. Ich bin dabei. Die, ja, die will ich. Ich will die aber nicht. Einmal hier. Laservisiere. Okay, ich habe ein Laservisier. Ja. Da kannst. Ich weiß nicht, ob du die auch noch holen. Wo hast kannst. Du das? Oh, hier? Komm. Ja, da. Ich guck grad drauf. Ach, du guckst da drauf. Da. Hä? Da, ja. Oh. Cool. Okay. Gut, waren wir? Jo. Komm. Ich hab mich mit Vorräten auf dem Dach verbarrikadiert, aber hab leider Cola vergessen. Mein Angebot. Wenn ihr hier aus dem Laden drüben Cola besorgt, mache ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei. Also, wir holen dir die Snacks und du machst dann den Weg frei? Das klingt doch fair. Cola. Okay. Ja, er hat halt sonst keine Probleme, ne? Zombie-Apokalypse, ich brauche erstmal Cola. Kann ich nachvollziehen, sehe ich mich voll. Medikit. Medikit, ja. Medikit, ich hab noch eins. Hab das Verbandszeug. Ich tausche mal die Axt Gott. Aus, ich will eine saubere haben. Na, wenn man sonst keine Probleme hat. Neues Zombie-Blut an meiner Axt. Die ist schon so dreckig. Ist immerhin besser als hier mit der Cola, oder? Ja, das auf jeden Fall. Öffnen Sie die Ladentür. Die Ladentür. Hört sich einfach an. Wird es wahrscheinlich nicht. Nee, definitiv nicht. Die. Wenn wir fertig aufgenommen haben, müssen wir uns die Aufnahmen angucken. Müssen wir mal gucken, wie die Aufnahme überhaupt war. Ob wir zu leise oder zu laut waren. Mhm. Weil ich muss erst mal gucken hier, weil... Muss man, ob ich das nachher nein nochmal aufstellen kann oder ob wir es nochmal probieren müssen. Aber ich muss sagen, mit dir macht das super viel Spaß. Oh, danke schön mit dir auch. Oh. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht.
Ich habe das Gefühl, wenn wir die Ladentür aufgemacht haben, geht's los. Dann geht hier die Hölle los. Ja. Ich würde vorschlagen, wir rennen dann zurück hoch auf die Treppe erstmal, oder? Oder wollen wir hier stehen bleiben? Ich weiß ja nicht, was passiert. Dahin, wo halt so ein kleines Nadelöhr am besten ist, wo man sie gut abfangen kann. Cola! Wo ist denn die Cola? Cola! Sauber, Nick. Ich renne einfach mal rein und such die Cola. Winzling. Bist du... Winzling! Ja klar, Winzling. Immer diese Beleidigung hier. Ich hab die Cola, ich hab die Cola! Gut. Oh mein Gott, ich hab keine Waffe in der Hand, während ich die Cola trage. Oh Gott. Schützen mich! Ich versuche es! Vielleicht kann ich mir Waffen wählen? Nein, dann lasse ich die Cola fallen. Ich bin hier im Raum. Ihr macht das schon? Ich meine, wir müssen uns bewegen, sonst sind die unendlich. Das ist einfacher gesagt als getan. Okay, dann komm. Wir versuchen's. Renn! Oh, falscher Weg. Renn! Oh, warte, bitte. Oh Gott. Großer. Ein großer. Ah! Mich hat irgendwas mit der Zunge. Nein! Weg mit dem! Okay. Renn! Renn! Schlag mich nicht! Lauf! Lauf! Rette die Cola! Ich rette die Cola! Nein, stell dich mir nicht in den Weg! Die Cola, mein Schatz! Lass mich einfach vorbei! Ich schlag euch die Cola um die Ohren! Lass die Cola! Hier! Nimm die Cola! Ich hab die Cola abgegeben! Und jetzt? Okay, das war's. Gott beschütze euch für die Cola. Ja, danke. Dankeschön. Ey, toll. Jetzt können wir da unten wieder runterrennen. Wegen so einer blöden Quor, ey. Nee, es waren immerhin mehrere Cola-Flaschen. Ja, das ist aber wieder so typisch Mann, ne? Ohne Scheiß. Das ist so typisch Mann. Weißt du eigentlich, durch was für eine Hölle ich für diese Cola gehen musste? Ja, ich will jetzt Fußball gucken. Hoffentlich sind die Cedar-Fritzen noch da. Hi. Oh! Die macht schön Bumm, die Waffe. Mag ich. Ich weiß nur nicht, wie hoch die Reichweite ist. Wahrscheinlich nicht so hoch, dafür, dass die dann mehr Durchschlag hat. Du bist kein Zombie, okay. Du bist ein Zombie. Du bist kein Zombie, du bist ein Zombie. Ach, ich gehe wieder auf die Nahkampfwaffe. Geronimo! Mit Nahkampf ist irgendwie besser, ne? Ja. Oh, oh, da weint jemand. Das ist nicht gut. Nein. Das ist die Witch, glaube ich. Die weint. Was weint denn hier? Die Witch. Der müssen wir ausweichen. Was passiert sonst? Glaube ich. Das ist dieses Mega-Vieh, das uns angreift. Fettsack, das war mal einer. Siehst du sie? Oh, da vorne. Da. Da. Ist sie das? Nee, das ist noch ein anderer. Das, doch, das ist sie, glaube ich. Das ist sie, das ist sie, das ist sie. Ausweichen, ausweichen. Ja. Jungs. So, gekonnt ausgewichen. Das Einkaufszentrum, geschafft. Oh, schön. Rein.
So läuft die Sache. Oh, schön. Geschafft. Oh, 100. Oh mein Gott. Aber meine Abwehr ist diesmal auch kacke gewesen. Ja, diesmal warst du schlecht. Also. Ja. Tank schlecht. Da hat den Tank den meisten Schaden zu. Ach so, den Tank. Tank. Aber Nahkämpfer sind mir beide relativ. Beide auf dem ersten. Die Jungs haben keinen Nahkampf gemacht. Oh Gott. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren, was da gerade passiert ist.